bin Julia Alice Ludwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin. Was mir total Spaß macht, sind Rollen, die nicht alltäglich sind, bei denen mehr abverlangt wird. Wenn man sich irgendwie besonders vorbereiten muss. Ich habe zum Beispiel mal eine Stripperin gespielt und Pole Dance gelernt dafür. Ich habe eine Rolle am Theater gespielt, für die ich mir eine Glatze rasiert habe. Was ich total gerne mal machen würde, wäre ein Kostümfilm. Oder einen richtig geilen Horrorfilm, weil ich bin total der Horror- und Splatter-Fan. Okay. Oder ich wäre gerne Monster. Ich habe mich mal beworben bei der Sesamstraße als Monster, aber die brauchten leider keins. Also ich meine jetzt nicht so, sondern ich wollte im Kostüm sein und so. Aber die haben gesagt, nehmen Puppenspieler. Schade. Wenn du entscheiden könntest zwischen Piratenfilme und Ninja-Filme, welche würdest du lieber gucken und warum? Pirat. Weil Piraten einfach cooler sind. Punkt. Ich mache natürlich auch Sport. Viel Sport. Voll gelogen. okay, warte, das kann ich noch erzählen. Ich lese extrem gerne. Ich lese sehr, sehr gerne. Hast du Lieblingsschriftsteller? Zurzeit ist mein Lieblingsschriftsteller Stefan Zweig. Und ich liebe das Buch von ihm, Brief einer Unbekannten. Oh, und ich liebe, und was ich total liebe, sind Hörbücher. Das würde ich auch unglaublich gerne mal sprechen, so ein Bibi Blocksberg oder sowas. Da hätte ich voll Bock drauf. Gibt es einen Held in deiner Kindheit, der dich beeinflusst hat? Ja. Das war Pippi Langstrumpf. Weil die total anarchistisch war. Die war unabhängig, hat in ihrem eigenen Haus gelebt, in der Villa Kunterbund und hat einen Goldkoffer von ihrem Vater gehabt und hatte mega Kraft und war sehr stark. Und das wollte ich auch alles. Vollkommen unabhängig, selbstbestimmt zum Leid meiner Mutter. Weil die hat mich ganz schön aufgewiegelt gegen Erziehungsversuche. Wow. Keine Ahnung. Verabschiede dich doch einfach mal. Tschüss.